mein Fachabi. Achso, ich mache kein Fachabi. Nee, ich mache aber parallel meine Ausbildung zum Informatiker. Weißt du, was ich mache? Geht so jemanden ins Autohaus. Ich will fast sagen, Informatiker verdienen mehr. Wie viel verdienst du ungefähr dann? Ich weiß es nicht. Was schätzt du? Kommt drauf an. Also ich krieg 2,5. Kollege von meinem meiner Schwester, der hat an der gleichen Schule. Der arbeitet mittlerweile für 30 Euro die Stunde. Alter! Ich krieg 2,5 im Monat. Ja. Und der kann ja noch aussuchen, wann er arbeiten will. Alter! 9.300 habe ich bereits drin. Ich dachte schon, 9.300 kriegst du im Monat. Oh, guck mal, wie niedlich der ist gegen dein. Jetzt kannst du mich auch im Fahren abtanken. Yay! Aber ich muss Ballen pressen. Naja, dann kaufen wir nachher noch eine Ballenpresse und noch einen Traktor und dann kann ich die einfach, dann pressen wir beide. Oder du fährst mir hinterher und sammelst die Ballen ein. Nur wo lagern wir die? 84%, gib Gas. Die gerade schon voll durch. Jetzt möchte ich die Kamera wechseln, ne? Gott, warte. Warte, einmal richtig schwenken und dann rum. Oh, ich hab ein paar Lungen gefahren. Los, hau raus. Gott, du bist schon voll. War, ich war zu spät. Aber das bisschen, was da kaputt machst, ist überhaupt nichts. Das hier sind 50 Hektar. Warte, wir warten bis 80% drin ist und dann fahre ich wieder los. Auf wie viel? 80% bei mir. Ja, aber wie schnell ist das? 16 km. Okay, warte, dann nehme ich den Gang und hier. Los. Oder warte mal. Der fährt 15. Geht's ja 15. War ich perfekt? Ne, ich fahre ein bisschen zu laut. Du bist perfekt, glaube ich. Achso, geil, ne? Ich habe jetzt einfach die Kamera offen. Auf der linken Seite, ne? Und sitze im Führerhaus drin und muss nicht gucken. Viel chilliger. Ach ja, Leute. Ich habe noch eine kleine Frage, die ich euch stellen wollte. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr schon mitbekommen habt. Ich hatte es ja 2-3 Mal erwähnt mittlerweile. Ich habe mittlerweile die 3 Monitore. Und mittels Nvidia Surround, wie ist es möglich, und das habe ich auch schon gemacht, das Spiel halt, wird das Spiel halt dann so gemacht, dass es halt über 3 Bildschirme läuft. Heißt, man hat nicht ein Bild, das langgezogen ist, sondern man hat theoretisch 3 einzelne Bilder, sodass das Hauptbild erweitert wird. Ich habe jetzt auch eine Möglichkeit gefunden, das aufzunehmen. Und wollte mal fragen, wie ihr es unbedingt finden würdet, wenn ich dann mal so ein paar Folgen über 3 Monitore aufnehmen würde. Ist ganz witzig. Ihr seht halt eine Menge mehr und ich habe schon wieder 100%. Ja, Entschuldigung. Ich will und da wollte ich mal einfach mal fragen, ob ihr da Bock drauf hättet. Schreibt in die Kommentare, wenn ja. Schreibt in die Kommentare, wenn nein. Und ja. Ich glaube, ich werde es eh machen, aber egal. Und ja, ich heiße Marvel. Nein. Du heißt Florian. Ja, weiß ich. Aber ich wollte schon immer Marvin heißen, weil dann hätte ich es ja immer sagen können, wenn mich jemand fragt, und wie heißt du? Ich heiße Marvin. Und wer ist mit Nachnamen? Nein, den sage ich jetzt nicht. Den sagst du jetzt auch nicht. Okay. Sonst werde ich dich mit meiner ganzen Community einfach reporten. Damit dieses Video, was du hochgeladen hast, einen Strike kriegt und gelöscht wird. Mein Vornamen kann man gern sagen, Florian. Also ich möchte lieber Flo genannt werden, aber mein Nachnamen, den geht niemand was an. Wenn den jetzt jemand in die Kommentare spammt, ich sag euch jetzt schon, ich blockiere euch und ich werde euch melden. Das kann bis vors Gericht gehen, aber egal. Und ich sag also, jetzt schon, ich habe einen guten Anwalt. Okay, ich hau einfach deinen Namen raus. Ich hau ihn jetzt raus. Nein. Florian Silbereisen. Nein. Ist das nicht irgendwie. Komm, so? Gib's zu, du heißt so. Wir wissen es doch alle. Wirklich, ich heiße wirklich nicht so, aber ist das nicht irgendwie so ein, wie heißt das? Schlagersänger? Der hat mich verarscht,
Ist er nicht auch Florian? Ich weiß es gar nicht. Nee, der ist Fabian. Fabian Siegesmund. Kennst du ihn? La. Hä? La kenne ich den. Den haben sie auch Fabian Silbereisen immer genannt. Daraufhin kann er doch die ganzen geilen Videos, weil er Schlager singt. Singt doch gar kein Schlager. Schlager bin ich? Fabian Siegesmund hat auch ein paar Schlager-Videos gemacht. Der hat übrigens Tough Mudder mitgelaufen. Kennt das? Ey. Stell dir mal vor, so, du sitzt mit einem Kumpel auf einer Terrasse, trinkst ein Bierchen und dann so. Dann gibt dein Kumpel auf einmal um, liegt auf dem Boden. Und dann fängst du so an zu singen. Atemlos durch die Nacht. Kennst du, hast du bei Fabian Siegesmund Tough Mudder geguckt? Mhm. Weißt, aber ich machen. Die Hochzeit zwischen ihn und David Hein geguckt. Na, aber du musst dir mal die Tough Mudder Videos von ihm angucken. Mega geil. Mein Bruder ist da mitgelaufen. Okay. Gott, ich schaff's. Bisschen halt schneller, würde ich mal sagen. Ich hab schon wieder 33%. Alter, das ist so übertrieben. Ich glaube, der Ertrag ist hier auch irgendwie hochgestellt, oder? Ich weiß es nicht. Fühlt sich irgendwie so an. Obwohl wir, wie weit ist das Mähwerk? 12 Meter, 13 Meter? 12. Ja, 12 Meter machen eine ganze Menge, ne? Alter. Ey, wie schräg ist das denn bitte hier? Keine Ahnung. Mir wird schlecht. Alter, mir auch. Ich sitze auch gerade im Cockpit. Wer hat Cock gesagt? Cock. Oh, oh, oh. Wie viel hast du jetzt drin? Schon wieder 22.000. Alter. Da habt ihr schon 10.000 wieder reingeladen. Mhm. Wir haben gleich schon über 60.000 Liter. Wir haben noch nicht mal 2 Waren. Gott, ich bin so schnell. Also einfach mal die ganze Zeit nichts verkaufen. Wenn der Preis so richtig hoch ist, alles raus. Dachte, wir sind Milliardäre dann. Alter, meine Familie ist schon wieder so laut. Soll leise sein. Könnt ihr bitte da draußen leise sein? Hast du nicht schon einmal weggebracht, Weizen? Nee, noch nie. Ja, ich meine ein Silo. Nö. Ach, du hast dann an den Anhänger genommen. Blitzmerker. Ja, bring das mir jetzt mal weg. Nee, ich kauf noch einen Anhänger. Stehen hier diese 20 Anhänger. Nee, mehr. Du bringst das gleich mal ins Silo. Ja, aber wir fahren jetzt die Bahn noch fertig und dann holst du auch noch einen Traktor und dann fahren wir es zusammen ins Silo. Damit du dann die Leute auch was anderes sehen, außer den Drescher. Dann möchte ich mal auch dreschen. Aber ich dresche gerne. Ich möchte aber auch dreschen. Hm. Kauf noch einen Drescher. Nee. War anstrengend. Gott, wird deiner langsamer oder was? 16 km/h. 15. 14, 15, 16. Irgendwo so rum macht der gerade. Guck, da steht der andere Anhänger. Der hier ist jetzt auch voll. Warte. Noch ein bisschen und voll. Ich hab nur 1200 im letzten Tag. Warte, der hat keine Anhängerkupplung, sonst hätte ich den anderen noch dran gehauen. Und womit soll ich jetzt den anderen wegbringen? Nee, bring nicht weg. Ich mach ihn selber weg. Du hast ernsthaft? Wirst du angerufen? Könnt ihr bitte leise sein? Dieser Familie. Ich entschuldige mich an dieser Stelle vielmals dafür. Also für meine Familie. Weiß, sie ist beschissen. Kaum ist mal wieder ein Problem im Computer, muss Niklas wieder ran. Was waren? PC lässt ihn runterfahren. Von deiner Mama oder von deinem Papa? Von meiner Mama. Warum ist der Cerion so langsam? Der beschleunigt nur nicht so schnell. Aber der Drehmoment wie sonst was, ey. Das ist die Drehmoment-Bitch. Auch mal schnell einen dickeren Anhänger.
Oder ich kaufe noch einen.